Hallöchen alle zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Elsa Polarstern und wie immer freue ich mich, dass ihr vorbeischaut, hier heute zum großen Q&A. Das erste auf diesem Kanal. Ihr konntet Fragen stellen auf YouTube und auf meinem Instagram-Kanal, Jorvik Reitakademie. Und das habt ihr auch fleißig getan. Und es hat sich rauskristallisiert, dass man eure ganzen Fragen eigentlich in zwei Kategorien teilen kann. Einmal Fragen an Elsa direkt und einmal Fragen an mich. Da geht es um diese Stimme, die ihr hier hört. Und ich habe mich dazu entschlossen, hier heute die Fragen zu beantworten, die ihr an mich persönlich habt. Und in einem anderen Video wird Elsa die Fragen beantworten, die ihr direkt an sie habt. Denn das sind auch eine ganze Menge. Und während ich das mache, gehen wir zusammen noch ein paar Sachen einkaufen. Und ich glaube, es gibt auch noch ein paar Klamotten zu shoppen. Also los geht's. So, kommen wir auch gleich zur allerersten Frage. Also die Blumen müsste ich auch mal wieder gießen. Das ist immer was, was ich vergesse. Kommen wir zur allerersten Frage. Hast du irgendwie einen Zweitaccount, wo du kein Roleplay machst? Ja, habe ich. Und den werde ich euch aber auch nicht verraten, weil ich es da sehr genieße, für mich zu sein und in Ruhe zu spielen. Das so viel mal dazu. So, wir schwingen uns jetzt ins Auto, wir fahren los. Man soll ja nicht lesen, während man Auto fährt, ne? Man soll ja Auto fahren. So, also Abmarsch. So, in der Stadt angekommen haben wir natürlich ein bisschen was zu erledigen. Nebenbei quatsche ich natürlich. Ganz wichtig, Einkaufsliste, da ist sie. Ich muss Salat machen, vor allen Dingen einen Obstsalat, habe ich mega Bock drauf. Brauche ein bisschen Bananen, Äpfel, Weintrauben, so ein Kram. Dann einen schönen Grünsalat mache ich am Wochenende. Mit lecker Radieschen, Brotbrötchen brauche ich. An Kuchen komme ich nicht vorbei. Und nachher brauche ich noch ein praktisches Oberteil für den Stall. Irgendwas Funktionelles. Mal gucken, was es so gibt. So, Fragen, weiter geht's. Springen oder Dressur? Ja, ganz eindeutig. Wer meine letzte Dressurstunde bei Miss Mini Pie gesehen hat, Springen. Eine Frage, die man Elsa, sowohl Elsa als auch mir stellen kann. Hättest du gerne ein eigenes Pferd? Sie kann das ja dann beantworten, wenn es soweit ist. Aber ich persönlich hätte auch super gerne ein eigenes Pferd. Habe aber überhaupt nicht die Zeit dafür. Leider. Bist du in einem Club? Nein. Werden bald Turniere kommen? Ich denke schon, das wird Elsa sagen. Und wie bist du auf die Jorvik Reitakademie gekommen? Ja, ich brauchte was irgendwie ein bisschen cooler ist als eine Schule und nicht ganz so streng wie eine Uni. Ich glaube, da hat sich dann irgendwo die Akademie eingeordnet. Ja, und die Reitakademie ist natürlich, ja, weil es um Pferde geht. Bist du eine erfahrene Reiterin, weil du dich so gut auskennst und weil alles immer so echt rüberkommt? Also ich würde mich jetzt nicht als erfahrenen Reiter bezeichnen, wenn ich hier 3-4 Mal im Jahr noch auf dem Pferd sitze. Ich bin Turniere geritten, ich bin auch lange Zeit geritten, auch im Sportbereich war ich unterwegs. Und alles andere ist mein Hobby, meine Freizeit. Ich beschäftige mich viel damit und Star Stable bietet mir einfach die Möglichkeit, das so ein bisschen auszuleben. So, und ehe ich es vergesse, werde ich hier nochmal eine Zeitung mitnehmen. Genau. Hast du ein eigenes Pferd? Nein, ich hatte mal 2 Pflegepferde. Wie alt bist du? Formulieren wir es mal nett. Ü25. Ja, das passt. Und wie viele Pferde hast du? Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch noch nie gezählt. Wenn ich eins schön finde, kaufe ich es. Aber ich habe noch nie gezählt. Könnte ich ja mal machen. Warum machst du Realistic Roleplay? Ja, einfach, weil es mir Spaß macht. Weil ich gerne Filme schneide und weil es zum Spielalltag, der ja doch mittlerweile sehr begrenzt ist von den Storyquests her, von Star Stable, eine schöne Abwechslung ist. Kannst du mal deine Lieblingsoutfits bzw. Kleidungsstücke in einem Video zeigen? Also so erstmal hätte ich gesagt, ich mag es irgendwie alle, weil ich ziehe das an, was dann passt zu der Situation oder zu der Szene. Aber es gibt doch Kleidungsstücke, die man immer wieder gerne anzieht, ne? Die immer wieder so, wo man immer wieder gerne drauf zurückgreift. Ja, das könnte ich mal machen. Ja. Kannst du mal eine Geländetrainingsstunde mit Elsa machen? Ja, das wird bestimmt kommen. Hast du ein eigenes Pferd? Nein. Und wieso hast du mit SSO angefangen und wieso mit YouTube? Ja, also mit SSO habe ich angefangen, weil es einfach ein Spiel ist, was so mein kleines Pony-Mädchen-Herz in mir drin beruhigt und alles das bietet. Ja, diese Welt, die ich sonst nicht ausleben kann, und ich finde das Spiel einfach göttlich, ich liebe es. Und YouTube ist einfach die Plattform, in der ich meine Ideen einfach ja, auspacke und zum Leben erwecke. So würde ich es mal sagen. Und angefangen zu spielen habe ich circa vor, ich glaube, circa 3 Jahren oder so. Ja. Also ja, Star Stable spiele ich seit circa 3 Jahren. Gibt es die Möglichkeit, der Akademie beizutreten, zum Beispiel auch über einen Discord-Server? Und eine Frage, die ihr wirklich sehr häufig gestellt habt: Zeig doch mal, wie du deine Videos schneidest und bearbeitest und so weiter und so fort. Also die Möglichkeit, der Akademie beizutreten jetzt im Spiel, ist jetzt erstmal so nicht aktuell, weil, Leute, ich weiß echt nicht, wie ich das umsetzen soll. Wenn ich das mache, will ich es vernünftig machen und dann will ich jedem gerecht werden und einfach einen Discord einzurichten und wir tauschen uns da aus. Ich habe auch nicht immer Zeit. Ich will auch für euch da sein, ich will auch eure Fragen beantworten, und wenn ich das mal nicht kann, dann, ja, liegt das da dann so rum, dümpelt vor sich hin. Das ist mir irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Immer so nebenbei, wir gehen jetzt hier erstmal ein Eis essen. Ich brauche jetzt ein bisschen Zucker. So. Und von daher lasse ich das erstmal liegen. Irgendwann gibt es bestimmt die Möglichkeit, dass ich Zeit finde und sage, so, wir können irgendwie auch mal zusammen spielen, wenn es auch über einen Stream ist. Ja, aber so jetzt erstmal in naher Zukunft, das hatte ich im ersten Video auch schon gesagt, wird es die Möglichkeit so erstmal nicht geben. Weiter, wie ich meine Videos schneide. Das interessiert euch wirklich sehr. Das ist mit das langweiligste und ätzendste und zeitaufwendigste und nervigste überhaupt, diese Schneiderei. Dass euch das jetzt interessiert, hätte ich echt nicht gedacht. Schreibt es mir mal ganz genau in die Kommentare, was genau ihr da sehen wollt. Mit dem Programm, mit dem ich arbeite, das könnt ihr ja unten in der Infobox lesen. Das ist Filmora9, Wondershare Filmora9. Und ich kann euch da mal ein paar Szenen zusammenschnippeln und zeigen, wie sowas entsteht. Das, ja, gut, kann ich machen, ja. Hast du Urpferde? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Für die Art, die ich ja spiele, sind die eigentlich eher ungeeignet. Ich finde die schön, aber ich gebe meine Starcoins dann lieber für andere Rassen gern aus. Wer ist dein Lieblings-Soul-Rider? Also ich glaube, das kann ich ganz schnell beantworten, das ist Alex. Die ist mir sehr sympathisch, auch von der Art her und wie sie beschrieben wird von Star Stable. Ja, finde ich, glaube ich, die am besten. Und was ist dein Lieblingspferd? Da habe ich auch kurz überlegt, aber ich habe tatsächlich eins. Und zwar ist das mein Anfangspferd, und das kennt ihr auch, das habt ihr in einem meiner ersten Videos kennengelernt. Das ist Winterwind. Und die Jorvikschen Warmblüter liebe ich sowieso auch über alles. Die finde ich auch alle durch die Bank weg. Genial. So, hier waren noch 2 ganz interessante Fragen dabei, nämlich: Wie viel Geld hast du schon für SSO ausgegeben und wirst du dich mal zeigen? Das fragt ihr tatsächlich auch sehr oft. Also, wie viel Geld das tatsächlich in den letzten Jahren, in denen ich spiele, ja, war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gebe ich auch Geld für Starcoins aus, ja. Das passiert tatsächlich. So, und zu der Frage, ob ich mich mal zeigen wollte, sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass euch diese Visage hier wirklich interessiert. Es geht doch um Elsa und um ihre Geschichte und nicht um mich. Ist es so dringend? Was soll ich euch dann erzählen? Ich überlege mir das, ich weiß es nicht. Wenn es wirklich so akut ist, dann überlege ich mir da was. Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Würdest du mal den Server wechseln? Ja, klar, wieso nicht? Wenn es sich mal anbietet, mache ich das bestimmt mal. Wie bist du zu SSO gekommen? Ich weiß, die Frage ist im Vergleich zu den anderen eher langweilig, aber interessant ist sie trotzdem. Die ist nicht langweilig. Wenn euch das interessiert, verrate ich euch das. Die Antwort ist vielleicht ein bisschen langweilig. Das war vor ein paar Jahren, und jemand in meiner Familie hat über ein Pferdespiel, Pipapo, gesprochen, und ich habe das so am Rand mitbekommen und habe dann irgendwann so, hä, Pferdespiel? Wie jetzt? Ach so, und dann sagte sie dann, da, was da so abgeht und was man so machen kann. Und dann sage ich, oh, und da muss ich mal reinschauen. Und tada, da bin ich drauf klatschen geblieben. Hier bin ich immer noch. Ja, so viel dazu. Hier war noch eine spannende Frage dabei, und zwar, ob ich Haustiere habe. Ja, habe ich. Ich habe einen Hund, einen großen Hund, einen Hovawart. Und ihr Name ist Margarete. So, hier nehme ich die vierte Frage nochmal mit. Magst du deine Community? Ja, ich liebe euch. Ihr seid nett und höflich zueinander und das ist mir sehr wichtig. Und wenn das so bleibt, freue ich mich sehr. So, und jetzt kommen wir zu einem Fragenblock. Da hat Trulla Hase mal eben 26 Fragen aus der Hüfte geschossen und ich mache jetzt einfach mal einen Speedrun mit euch hier durch und beantworte alle 26 Fragen. Los geht's. Reitest du in echt? Ja, ein-, zweimal im Jahr. Bist du in einem Club? Nein. Wie findest du die neuen Urpferde? Hübsch, aber wie gesagt, ich werde mir keins kaufen. Hast du Haustiere? Wenn ja, wie heißt das? Das ist die Margarete und das ist ein Hund. Lieblingspferderasse in SSO? Auf jeden Fall die englischen Vollblüter und die jorvikschen Warmblüter. Lieblingspferderasse in Real? Das deutsche Sportpferd. Lieblingstier in Real? Ein Pferd und mein Hund. Lieblingshaustier in SSO? Ich mag die Hunde. Lieblingsfarbe? SSO. Schwarz. Lieblingsfarbe Real? Schwarz. Magst du Hasen? Ich habe 9. Ja, ich mag Häschen. Kannst du mal wieder ein Turnier machen? Das wird bestimmt kommen. Lieblingsjahreszeit? Winter. Lieblingsessen? Oh, Spaghetti Bolognese. Kein Witz. Lieblingstrinken? Bitterlemon. Fanta ist aber auch geil. Hast du ein eigenes Pferd? Nein. Magst du die Lusitanos in SSO? Ja, auf jeden Fall. Wie viele Starcoins hast du? Boah, RIP, gerade gar keine. Was liebst du an SSO und wieso spielst du es so gerne? Ich liebe alles, deswegen spiele ich es gerne. Was magst du nicht an SSO? Es könnte mehr Funktionen geben für mich als Roleplayer. Wie oft in der Woche spielst du SSO? 1 bis 4 Mal, kommt immer darauf an, wie viel ich drehen muss. Welche Hobbys hast du? SSO, Filme schneiden. Ich bin total gern wandern mit meinem Hund. Ich verreise auch gerne. Lieblingsfach in der Schule? Kunst. Hassfach in der Schule? Mathe. Hast du Pferde, die du bereut hast, gekauft zu haben? Hasst mich jetzt bitte nicht, aber ich glaube den Friesen. Welches Pferd von deinen Pferden im Stall ist dein Lieblingspferd? Das ist Winterwind, ein jorvikisches Warmblut. Geschafft! Das waren eine Menge Fragen. Dankeschön dafür nochmal, Trulla Hase. So, weiter im Text. Schaust du Anime? Nicht mehr, allein auch aus dem Grund, weil ich gar keine Zeit mehr habe, irgendwas mir anzugucken. Aber habe ich mal. Und zwar war das, was ich sehr geliebt habe, ich weiß nicht, wer es noch kennt, schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Visions of Escaflown. Was hältst du von Bodenarbeit oder Freiarbeit? Total viel. Ich glaube, dass sogar so ist, dass das Bodenarbeit, also das Trainieren mit dem Pferd am Boden, sogar das Reiten verbessert und die Kommunikation und die Bindung zwischen Pferd und Reiter. Also super Sache, finde ich sehr gut. So, während ich euch hier voll gequatscht habe und eure Fragen beantwortet habe, haben wir unseren Wocheneinkauf erledigt, haben wir uns ein Oberteil gekauft, was wir im Stall jetzt anziehen können, was schönes, funktionelles, das blaue, was ihr am Schluss gesehen habt, dafür habe ich mich entschieden. Und ja, Leute, wir sind wieder zurück zu Hause, Taschen sind voll gepackt, ich kann jetzt entspannt ins Wochenende starten mit Obstsalat und Kuchen und ja, alles was dazugehört. Und eine Sache möchte ich hier am Schluss nochmal sagen. Es wird auch Zeiten geben, da werde ich es nicht schaffen, Videos hochzuladen. Einfach auch, weil mein Privatleben vorgeht. Es ist, ich möchte es nochmal ganz klar sagen, Star Stable und dieser Channel hier, das ist mein Hobby und das bleibt es auch. Und genauso wird es auch Zeiten geben, da werden Videos kommen, die sind weniger lang oder weniger aufwendig, einfach weil ich es zeitlich nicht geschafft habe. Also stellt euch darauf ein, dass es auch mal diese Zeiten geben wird. Und eine letzte Sache noch. Leute, ich bin bestimmt kein Schnittprofi, weder im Film bei SSO und Zusammenschneiden und am Ende auch nicht im Umgang mit Programmen oder sonst irgendwas. Es gibt Leute, die können das viel, viel, viel besser. Also ich schaue jedes meiner Videos an und finde Fehler und sage, boah, das könntest du noch besser machen, aber dann würde ich es ja nie schaffen, irgendwas hochzuladen. Also schraubt da mal eure Erwartungen ein wenig runter. Ich bin auch nur ein Mensch und Gleiches gilt auch für mein Pferdewissen. Ich eigne mir das an, indem ich viel lese oder viel weiß noch von früher. Und wenn es Sachen gibt, die anders sind heutzutage, Leute, ich kann auch immer noch dazulernen. Also ich bin jetzt hier auch kein Profi, ne? Und ihr wisst, das ist ein Spiel und alles sind soweit erdachte Inhalte und auf gar keinen Fall aufs Real Life zu übertragen, ne? Nicht vergessen. So. Leute, ich sag ciao, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und sage bis ganz bald.